Best of Fränkel frotzelt. Der mit seinem möchtegern Penis, der hat's auch eilig. Was? Der Realocutus? Nein, der wurde ich überholt gleich. Der drängt mich ab! Der hat die Fracht wohl sehr nötig. Hallo! Ich wusste es. Du blöder Pisser! Hinten rein, der Arsch! Kann ihn bitte jemand reporten? Ja, bin dabei. Dankeschön. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Feuerwehr 2014. Die schwere Geburt, nein, die Simulation heißt und ja, nach wie vor auf dem Fabrikgelände unterwegs. Die letzte Mission ist das. Und ich muss ja alles löschen und ich muss, ja, die Aufgabe ist löschen und drei vermisste Mädels finden und retten. Liebe Zuschauer, folgendes. Ich werde jetzt einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen und mir überlegen, ob ich das nochmal probiere, ein drittes Mal, oder ob ich es dabei belasse jetzt hier, wenn ich es nicht schaffe. Wahrscheinlich schaffe ich es ja wieder nicht, irgendwie. Also für mich sieht das aus, als ob das Feuer gelöscht wäre. Ich sehe... Dr. X, wartest du mal. Ich reporte den auch mal, das sind mehrere. Hallo, Arschgesicht! Ist doch kein Wunder! Jetzt fährt er rückwärts! Hallo! Das ist doch kein Wunder, ey, bei so einem Penis, ja, da muss ja Blutverlust im Kopf auftreten, das kann ja gar nicht anders sein. Da bin ich wieder, ja. Ich musste erst mal ein bisschen runterkommen, ne, deswegen haben wir einen Cut gemacht. Und jetzt versuch's halt nochmal mit der alten Fabrik, ja. So nenne ich meine Schwiegermutter übrigens auch immer. Ja, das Problem ist ja, er hatte vielleicht ein Lag, aber das ist ja kein Grund jetzt hier da irgendwie einen Konvoi auf der Landstraße zu überholen, wenn er gar nichts sieht, ja. Vorsicht! Jetzt rammt er mich, ey! Ja, schön! Geile Sache! Der springt so. Ach, ich wusste schon! Mit ungefähr 700 km/h. Da kommt der nächste angeschossen. Ich glaube, es hackt. Trinity, pass auf, da kommt einer, der sehr stark am Rumlecken ist. Und sich nicht einig ist, ob er... Das ist doch schön. Darcy, bitte. Jetzt reiß dich doch mal zusammen hier. Du weißt, es schauen auch Jugendliche zu. Ich stehe wirklich total schief jetzt. Das ist total beknackt hier mit dieser Harpune. Die bremst mich total aus. Was mache ich denn jetzt? Ich muss auf jeden Fall komplett irgendwie da oben drüber. Halt, erstmal die Münze einsammeln. Bleib, dreh dich um. Warum dreht das sich denn jetzt nicht um? Stopp. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe Angst. Bleib stehen. Stopp. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt muss ich irgendwie wieder... Nee, das ist nicht wahr, oder? Diese scheiß Harpune, die mir aus dem Arsch wächst. Hat sich jetzt da am Boden festgetackert. Das kann doch echt alles gar nicht wahr sein. Bei mir ist es rot. Bei mir leuchtet mich grün nicht. Ja, ohne Scheiß, bei mir leuchtet grün und rot. Dann bei mir ist rot. Okay. Bei mir ist es gelb. Sag mal, hat irgendwie jemand irgendwelche Drogen verteilt, bevor wir losgefahren sind, oder? Das hört sich fast so an, Harald. Vielleicht müssen wir zur Pinkelprobe. Hey, diese ganzen Farben hier. Ach, das war die super Abkürzung, die du gefunden hast. Und dann, oh nee, komm, ey. So, jetzt. Alter Falter, ey. Siehst du den Bomb? Ja. Ey Leute, ich hab echt Hunger. Ja, ich auch. Ich kriege aber nie was zu essen, wenn ich unterwegs bin. Einmal Leberkäse und Bockwurst. Ich hatte eben, hatte ich einen schönen, so einen Birnen-Nusskuchen, das war lecker. Halt die Fresse! Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Fränkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Fränkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Fränkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster.
Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop. Einfach genial.